Mein Name ist Anja Oberländer von der Bibliothek der Universität Konstanz und ich bringe Ihnen heute das Poster von den Open Air Guidelines mit. Wie die meisten von Ihnen wissen, sind unsere Wissenschaftler in EU-Projekten verpflichtet, seit Beginn dieses Jahres ihre Publikationen Open Access zur Verfügung zu stellen. Und wir als Einrichtungen, die Repositorien und Datenarchive und CRIS-Systeme betreiben, müssen uns mit unseren Systemen den Anforderungen stellen und dafür, dass unsere Wissenschaftler ihre Arbeiten Open Access publizieren können und diesem Mandat der Europäischen Kommission gerecht werden können. Auf unserem Poster sehen Sie die verschiedenen Guidelines, die im Rahmen des Open Air Projekts basierend auf bestehenden Guidelines erarbeitet wurden für Repositorien, Datenarchive und CRIS-Systeme. Und wir stehen gerne im Poster für Fragen und Anregungen bereit.